Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen soll, sprich, ich bin nur ein Mensch wie ihr. Mir ist geoffenbart worden, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Und wer hofft, seinem Herrn zu begegnen, soll gute Werke tun und niemand neben seinem Herrn anbeten. Nun, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ich bin ein Mensch wie ihr. Ich esse das gleiche Essen wie ihr, wenn nicht sogar weniger. Ich bekleide mich wie ihr, wenn nicht sogar weniger. Aber ein König und ein königlicher Prophet würde nicht sagen, ich bin ein Mensch wie ihr. Da würden die anderen doch sagen, das stimmt doch gar nicht. Du bist ein König. Du bist anders. Ich hoffe, euch ist jetzt klar geworden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mit Dawud oder mit Suleiman alaihi salam zu vergleichen ist. Sie haben zwei Gemeinsamkeiten, da sie alle Propheten waren, aber trotzdem haben sie auch Unterschiede. Und dies wird anhand des Koranverses und durch den Hadith klar. Und Könige vererben nun mal ihren Besitz an die nächsten Generationen weiter. Doch weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein König war, ist es auch nicht seine Pflicht, sein Erbe an seine Familie zu übergeben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein Mensch wie jeder andere. Außer, dass er zum Prophet auserwählt wurde und der am meisten gesegnete Mensch auf Erden war. Nun haben wir aus dem Koran und aus dem Hadith gezeigt, dass die Prophetenschaft von David a.s. und Suleiman a.s. zu dem von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht dieselbe ist. Die Schia werden jetzt sagen, naja, Abu Bakr hat aber Propheten gesagt. Es müssen aber alle Propheten damit gemeint sein. Unser erster Beweis gegen ihre Argumentation war, dass Salam und David a.s. keine gewöhnlichen Propheten waren, sondern auch Könige. Und wenn die jetzt sagen, dass Abu Bakr die Mehrzahl, also Propheten, statt nur Prophet gesagt hat, können wir wie antworten? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet ist. Aber trotzdem wird nach ihm Isa a.s. kommen. Auch er ist ein Prophet. Ist es jetzt ein Widerspruch? A'udhu billah, natürlich nicht, aber es ist vom Prinzip her dasselbe. Allah sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Khatim al-Nabiyyin ist, der letzte der Siegler Propheten ist, und nach ihm wird aber Isa a.s. noch kommen. Kann Shia jetzt sagen, dass Isa jetzt nicht kommen kann, weil Allah gesagt hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet ist? Soweit ich weiß, glauben ja viele Shia auch an die Rückkehr von Isa a.s. Doch man muss die Koranverse oder Hadith aus dem Kontext sehen. Denn Isa a.s. war ja vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet und deswegen ist sozusagen kein neuer Prophet, der nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Dann erkennt man auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Familie nicht vererbt hat, denn er war kein König, der nicht dazu verpflichtet war. Und außerdem ist mit der Sura 27, Ayah 16 gemeint, und Salomo beerbte David, dass Suleiman a.s. David a.s. Wissen vererbt hat und keine Güter. Also aus dem Koranvers ist damit Wissen gemeint. Auch wenn er seinen königlichen Amt gegeben hat weiter, seinen königlichen Thron weitergeleitet hat an Salomo a.s., ist es damit mit dem Koranvers das Wissen gemeint. Das sagen die Ulama. Allahu A'lam. Doch der Hadith geht dann noch weiter. Nun haben wir verstanden, dass Abu Bakr zu Recht die Ausgabe von der Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam verweigert hat. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr gesagt hat, dass keiner aus seiner Familie etwas von dem Erbe bekommt, dann darf er dies auch nicht tun. Er darf es weder Fatima noch Ali noch Ibn Abbas oder sonst wem geben. Abu Bakr hat kein Recht dazu gehabt. Es war ein Befehl von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Immerhin war Abu Bakr der beste Freund und auch der Schwiegervater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die beiden haben sich mit Sicherheit sehr viel unterhalten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Abu Bakr vertraut. Die beiden sind zusammen ausgewandert. Und Abu Bakr radiallahu anhu war derjenige, der am meisten Wissen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam besaß. Ich würde sogar sagen, dass nur Abu Bakr wirklich Wissen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam besaß. Denn die beiden haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und die beiden waren auch fast im selben Alter. Abu Bakr war einige Jahre älter sogar
Aber der Prophet vertraute ihm sehr und Abu Bakr merkte sich die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, dass von seiner Familie keiner das Recht auf seine Erbe hat. Das heißt, dass Fatima zu Unrecht sauer war. Wieso war Fatima aber so sauer auf Abu Bakr? Immerhin ging es ja nicht um den Glauben, sondern um ein Erbe. Sie war sauer wegen weltlichen Dingen, wegen dem Diesseits, wegen Dunya. Es ging nicht um den Jenseits, um den Glauben. Abu Bakr hat ihr erklärt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu gesagt hat. Aber sie hörte nicht. Sie stritt sich stattdessen mit den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam geliebt hat. Sie hätte Abu Bakr vertrauen müssen. Aber wir sagen jetzt nicht, dass Fatima radiallahu anha in der Hölle ist. Oder dass Fatima radiallahu anha ungläubig wurde. A'udhu billah. Wer das sagt, ist selber ungläubig geworden. Doch wir müssen die Fehler, die wir auch sehen, müssen wir auch zugeben. Wir wissen auch, warum die Schia heute behaupten, dass Fatima garantiert Recht hat. Weil die denken ja, dass sie fehlerlos sind. Und dazu kommen wir viel später. Wir werden beweisen, dass keiner von denen fehlerlos ist. Wir werden es beweisen aus dem Koran. Nicht von uns, sondern aus dem Koran, dass die Ahlul Bayt nicht fehlerlos ist. Das werden die späteren Teile sein zu der Serie. Und die Teile werden heißen, die Wahrheit über die Ahlul Bayt. Ich wünsche mir, dass jeder das anschaut, der Interesse hat. Was war denn der Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Um was haben sich Fatima und Abu Bakr überhaupt gestritten? Die Antwort finden wir in einem Sahih-Hadith. Denn da steht geschrieben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat weder ein Dinar, noch ein Dirham, noch einen Sklaven hinterlassen. Das, was er hinterließ, war ein Maultier und sein Schwert und ein Stück eines Tals, welches er mit seinem Glauben und dem Weg Allahs erworben hatte. Es geht um einen Esel, eine Waffe und ein Stück Land, welches der Prophet durch seinen Glauben erworben hat. Der letzte Satz ist vor allem wichtig. Durch seinen Glauben hat er diesen Tal bekommen. Es war eine Beute, so gesehen. Er hat das Stück Tal durch den Islam bekommen. Diese Dinge sind die einzigen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinterlassen hat. Kein Geld, kein Dirham, weder ein Sklaven, noch eine Villa oder ein Palast oder eine Ferrari, nur ein Maultier, sein Schwert und ein Stück Tal. Abu Bakr besaß 20 mal so viel davon, als er den Islam angenommen hatte. Wieso sollte er Fatima nicht davon abgeben? Was sollte er damit? Mit dem Geld, was er besaß, befreite er viele Sklaven. Mit dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinterließ, konnte man dies nicht tun. Also, an Geld fehlte es Abu Bakr nicht. Er gab Fatima nicht von dem Erbe, weil es ein Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Und von diesem Befehl wusste nicht nur Abu Bakr, denn dies wurde von mehreren Personen berichtet. Auch Abu Huraira berichtet davon. Mir ist bewusst, dass Abu Huraira für die Schia ein Kafir oder ein Heuchler ist, a'udhu billah, und dass sie eine Überlieferung als nicht sahih erklären. Aber die Schia soll bewusst sein, dass die Hadithe, in denen Ali radiallahu anhu gelobt wird, in denen Hussein radiallahu anhu gelobt wird, dass diese Hadith von Abu Huraira berichtet werden. Es ist der Abu Huraira, der die Schia als Kafir oder Heuchler bezeichnen, zum Beispiel der Hadith, in dem berichtet wird, dass Hussein ein Teil des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dies wird von Abu Huraira überliefert. Oder dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer gelächelt hat, wenn er Hussein gesehen hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hussein geliebt hat, diesen schönen Dingen haben wir durch Abu Huraira erfahren. Wenn man also sagt, dass Abu Huraira Quellen nicht sahih sind, dann sind auch diese Hadithe nicht sahih von ihm, in denen sehr positiv über Hussein oder Hassan oder auch über Ali radiallahu anhu berichtet wird. Als Abu Huraira berichtet, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen gehört hat: Weder meine Frauen noch ein anderer aus meiner Familie hat ein Anrecht auf dem Erbe, welches ich hinterlassen habe. Alles, was ich am Erbe hinterlasse, ist nur Sadaqa.
Denn auch die Frauen von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wollten einen Teil von dem Erbe haben. Sie schickten Osman radiallahu anhu zu Abu Bakr radiallahu anhu, damit er für sie nach dem Erbe fragen kann. Hier könnt ihr es auch nachlesen auf Arabisch. Aisha radiallahu anha berichtet, nachdem Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb, schickten seine Frauen Osman radiallahu anhu zu Abu Bakr, sie verlangten einen Teil von dem Erbe. Daraufhin sagte ich, Allahs Gesandter hat gesagt, dass wir kein Erbe hinterlassen, das, was wir hinterlassen, ist nur Sadaqa.